Hallo, schön, dass du dabei bist. Heute geht es um die Übungen für die Festigkeit für dein Bindegewebe. Ich habe dir versprochen, ich zeige dir die jeweiligen Übungen. Wir haben Oberschenkel- und Glutealmuskulaturkräftigung, Bauchkräftigung, Dehnung vom Hüftbeuger, damit eben dein Becken in diese Position kommt und hier die Muskulatur gut bearbeitet und gut durchblutet und gut gekräftigt wird und in dem Sinne auch die Faszien eine schöne Straffung erfahren. Wir beginnen mit den Kniebeugen. Ich zeige jeweils eine Beginnerübung vor. Ich verwende dieses Widerstandsband, weil du einfach mit dem Widerstandsband, das graue ist die Stärke Medium, eine gute Kräftigung der gesamten Muskeln hast und das mit einer Übung. Widerstand ist Kraft für die gesamte Beinachse, das heißt, du hast die Innenmuskeln als auch die Außenmuskeln, die gesamte Beinmuskulatur. Großartig, hätte ich gesagt. Wir beginnen mit ganz einer einfachen Übung, den Squats. Du stellst dich hüftbreit hin, das bedeutet, die Fersen sind unter den Knien, unter den Oberschenkelknochen, Hüftknochen, gerne ein bisschen breiter, dass das Band eben gespannt ist. Du streckst die Arme vorne aus, beginnst mit gestreckten Knien und setzt dich langsam hinunter und weit zurück. Rücken bleibt gerade. Du bleibst unten ein bisschen und kommst langsam wieder hoch. Diese Übung wiederholst du 10 Mal. Wichtig ist, dass du das Ganze langsam ausführst. Ich zeige es dir von der Seite. Zurücksetzen und langsam wieder hoch. Beim Hinuntergehen darauf achten, dass die Knie das Band nach außen ziehen und die Knie nicht nach innen fallen. Langsam arbeiten, dein Fußgewölbe ist aktiv, deine Wirbelsäule gerade, dein Bauch ist angespannt. Die Kniebeugen sind eine Ganzkörperübung. Das war die erste Übung. Du wiederholst das 3 mal 10 Wiederholungen, machst dazwischen eine andere Übung und beginnst dann wieder von vorn. Das bedeutet 3 Sets. Die zweite Übung ist, was ich noch zeigen wollte, du kannst natürlich auch, ich habe schon einmal die Übung gezeigt, wenn du fortgeschritten bist, nach innen und nach außen die Knie bewegen bzw. auch den Fersen drehen. Das ist ganz viel anspruchsvoller bzw. dann später auch Hanteln in die Hand nehmen. Die zweite Übung ist zur Bauchkräftigung. Wir gehen gleich hinunter, eine meiner Lieblingsübungen, du lässt das Band hier, bringst die Füße im 90-gradigen Winkel, drückst den unteren Rücken fest hinunter und hast den Kopf hochgehoben. Natürlich kannst du dir gerne einen Polster oder einen Yoga-Block unter den Kopf legen, damit die Bauchmuskulatur aktiv ist. Mit dem Ausatmen schiebst du das rechte Bein nach vor, einatmen, zurück, ausatmen, linkes Bein nach vor, zurück. Aus, ein. Wichtig, dein unterer Rücken bleibt immer auf der Unterlage. Du arbeitest aus dem Bauch heraus. Aus, aus, zurück. Aus, ein, aus und ein. Das machst du so lange, bis du deinen Bauch spürst. Setzt du die Beine ab. Die dritte Übung zum Dehnen deines Hüftbeugers. Dazu nimmst du dein Band weg. Kommst in den Halbkniestand. Bringst dein Becken auf eine Linie. Schaust einmal, wo sind deine Hüftknochen. Legst am besten deine Finger her, um dein Becken einfach auszugleichen. Sollte der Hosenbund in einer Linie sein. Und was ganz wichtig ist, du bewegst dein Becken. Der Hüftbeuger ist jener Muskel, der bei einer Überspannung dich ins Hohlkreuz zieht. Das heißt, du möchtest raus aus dem Hohlkreuz und dabei spürst du auch schon die Dehnung des Hüftbeugers. Das ist eine unspektakuläre Übung mit wenig Bewegung, die man sieht. Die Dehnung geht über deine Leiste. Hier verweilst du ein bisschen. Diese Hüftbeuger-Dehnung kannst du jederzeit auch gerne am Abend machen. Wichtig ist, dass du ein bisschen drinnen bist, dass du ins Spüren gehst und versuchst, diesen Muskel wirklich zu finden. Das ist am Anfang nicht so leicht. Manche spüren die Dehnung weiter unten im Quadrizeps. Dann kannst du noch nicht so gut dein Becken kippen. Das kommt mit der Zeit. Wichtig ist, Schambein vorne hochziehen
unteren Rücken versuchst du rund zu machen bzw. aus dem Hohlkreuz einfach raus dein Steißbein zu verlängern. Hier bleibst du wirklich ein paar Atemzüge. Je länger du da drinnen bleibst, umso besser für deine Dehnung und Entspannung des Hüftbeugers. Ich zeige das vielleicht noch einmal von vorne her, da drehe ich mich ein bisschen. Also sondern du bringst dein Becken in diese Position. Achte darauf, dass dein Becken nicht da oben ist, ein bisschen absinken. Wenn du das ein paar Mal übst, hast du das heraus. Also das ist den Hüftbeuger, auf den werde ich dann einmal in einem Video einzeln eingehen, weil ich finde, dass das ein sehr, sehr wichtiger Muskel ist. Genau. Diese Übung. Sehr gut. Ja? Und als letzte Dehnübung, als vierte Übung habe ich mir ausgesucht, diese Muskulatur auch hier zu dehnen, diese Ansätze der Glutealmuskulatur. Und zwar gehst du hier in einen Schneidersitz, bringst die Unterschenkel parallel ein bisschen näher zusammen, das heißt, dein Sprunggelenk ist unterhalb des Knies auf der Seite und auf der anderen Seite genauso, und dann bringst du deinen Schwerpunkt ein bisschen nach vor, dann zieht das auch schon hier. Eine ganz tolle Übung, gerade wenn man viel sitzt und die Glutealmuskulatur wenig benutzt, aber auch das Gegenteil, nämlich viel die Glutealmuskulatur trainiert, dann ist das ein idealer Ausgleich, um einfach hier wieder gut Entspannung hineinzubekommen. Bleibst auch hier ein paar Atemzüge, dann wechselst du die Beine, den anderen Unterschenkel vor den anderen Unterschenkel bringen, wieder gut zusammenschieben. Wenn das noch nicht so gut klappt, keine Sorge, dann mach einfach die Knie ein bisschen weiter auf. Du machst es immer so gut, wie du kannst. Es gibt immer zwei unterschiedliche Spannungsseiten, eine Seite, wo mehr Spannung ist, und dann auch hier wieder ein bisschen nach vorgehen und die Dehnung genießen. Wichtig ist, gut atmen, vor allem die Spannung ausatmen, in die Spannung hinein fühlen und wahrnehmen. Kannst du deine Oberschenkelknochen wahrnehmen, kannst du deine Sitzbeinhöcker wahrnehmen, überall das spüren und das Allerwichtigste genießen. Ich wünsche dir viel Freude beim Nachmachen dieser Übungen. Wenn du Fragen hast zu diesen Übungen oder Kommentare, würde ich mich freuen. Ich werde dazu Rede und Antwort stellen und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.